Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video von Gaming Blog. Ich bin Joker911 und zeige euch hier im zweiten Teil, welche Glitches noch funktionieren. Und zwar ist es hier die Obergrenze im Baumodus. Und zwar seht ihr oben, müsst ihr ganz genau gucken, es verkleinert sich immer noch. Das heißt, einfach so viele Waffen wie möglich auf den Boden schmeißen, dann alle im Baumenü auf Lagern drücken. Das funktioniert immer noch, dieser Trick. Ich habe noch ein paar andere Tricks, insgesamt 5 Stück sind hier zu sehen, die noch funktionieren. Darunter sehr nützliche auf jeden Fall und auf jeden Fall keine, die nicht funktionieren. Alle Glitches, die mit Dogmeat sind, funktionieren nicht mehr. Es gibt einen neuen Dogmeat-Glitch schon, aber den muss ich erstmal hier ein bisschen studieren und so ein Scheiß. Weil bei dem Typen, den ich da gucke, ist ein Engländer oder Amerikaner und ich verstehe überhaupt nicht, was der damit meint. Ich versuche das hier mal zu übersetzen und deswegen ist es ein bisschen schwer. Aber ich denke mal, in den nächsten Tagen wird das kommen und es ist sehr hilfreich. Ist ein bisschen komplizierter als der andere, aber egal. So, jetzt sind wir hier beim nächsten Glitch und zwar ist das der Verdopplungsglitch mit den Ladungen. Der geht immer noch. Mit Stahl, Holz, Kupfer, ist scheißegal, was ihr wollt, Beton. Also Holz, Kupfer und Stahl sind ja die wichtigsten von allen. Ihr seht, ich habe von denen hier genug. Jeweils eine. Und es gibt noch einen besseren Trick dazu. Ihr könnt, glaube ich, so viele Ladungen machen, wie ihr wollt. Also verschiedene Ladungen. Und ihr könnt die alle auf einmal gleich machen. Dafür muss aber die Werkstatt komplett leer sein. Und wie ihr sehen könnt, verdoppel ich beides gleichzeitig. Versucht diesen Trick mal, der ist mir heute erst aufgefallen, dass der auch so geht. Ihr braucht gar nicht mehr rüber zu wechseln. Ihr braucht einfach nur Dreieck und Viereck die ganze Zeit drücken, dann klappt das auch. Ansonsten guckt ihr einfach das Video an, das müsste, keine Ahnung welche Nummer das ist, 10 oder mehr, weiß ich jetzt nicht genau, kann ich jetzt nicht sagen. Aber das funktioniert auf jeden Fall super. Versucht das mal mit mehreren Ladungen. Ich habe jetzt nur 2 genommen, ob das wirklich so funktioniert. Ich bin mal gespannt auf die Antworten von euch, Leute. So, der dritte Glitch ist der Wandglitch. Der geht immer noch auf jeden Fall und ist manchmal auch sehr hilfreich. Ich habe ihn zwar noch nie angewendet, aber ist auch egal. Um in versteckte Räume zu kommen, klappt auf jeden Fall, wenn man keine Haarklammern oder sonst was hat. Dazu braucht man natürlich eine Powerrüstung. Ihr müsst einfach die dritte Person auswählen. Dann müsst ihr eine Waffe haben. Einmal zielen, damit er sich nach vorne beugt. Dann müsst ihr zur Wand gehen, bis der obere Körper in der Wand hängt, dabei drehen. Und wenn ihr mit der Seite auf der Straßenseite seid, müsst ihr X gedrückt halten und dabei drehen, dass die Rückseite auf die Wand zeigt. Wenn das gemacht ist, dann steigt er aus und ihr hängt in der Wand drinne. Ja, wie ich gerade. Ja, ist ein ziemlich hilfreicher Glitch, wie schon gesagt, natürlich. Und wird zwar nicht so oft verwendet wie gedacht, aber naja, wer weiß. So, der vierte Glitch, der noch geht, ist der, wo ihr eure Wasseraufbereiter auf dem Land platzieren könnt. Dazu braucht ihr natürlich einen Generator, der auf dem Wasser platziert wird oder in der Nähe des Wassers platziert wird. Dann müsst ihr die Generatoren, die Wasseraufbereiter, so nah wie möglich dran aneinander stellen und möglichst nicht so viel, damit ihr so wenig Platz wie möglich habt. Und ihr müsst aufpassen, dass ihr, wenn ihr das macht, müsst ihr auf den Generator gehen, X gedrückt halten, bis alle 4 Gegenstände ausgewählt sind, wie hier gerade zu sehen. So, und ihr seht, ich habe es jetzt auf dem Land platziert. Wenn das jetzt so ist, wie ich es habe, ne, wenn das jetzt genau neben anderen, also einem weiteren Bauteil steht, dürft ihr nicht X drücken, weil sonst wählt ihr das Ganze hier aus, das Spiel friert ein, nach ein paar Minuten oder Sekunden habt ihr das Ganze hier ausgewählt, da kann ich euch mal in irgendeinem Video zeigen. Es ist auf jeden Fall heftig und es passieren die lustigsten Sachen damit. So, hier seht ihr schon mal den letzten Glitch und zwar ist das der Objekte, also Lampen in der Luft platzieren. Hier habe ich ganz normale Industriewandlichter und dafür braucht ihr eine Powerrüstung, die stellt ihr irgendwo hin, dann wählt ihr im Baumodus aus, einfach die Lampen, dann geht ihr zur Powerrüstung und guckt, wie ihr sie platzieren könnt, wie ich das hier mache. Es ist ziemlich einfach, sieht ziemlich lustig aus, ihr könnt sie egal wo platzieren, ihr braucht nur eine Stromquelle. Das ist aber kein Problem, weil wie heißt es? Weil das auch locker funktioniert. Nein, warte. Hierbei. Stecker und Schalter. So, dann wählt ihr diesen hier aus, den Schalter. Auf dem Rücken des
Der Powerrüstung müsst ihr ihn platzieren, ganz einfach, damit Strom versorgen. Aber da die Lampen ja leuchten, habe ich ja brauchen ja eigentlich eh nicht. Aber habe ich so spät gemerkt. Ja, dann steigt ihr ganz normal in die Powerrüstung ein. So. Und dann entfernt ihr euch einfach von der Stelle. Und voilà, die Lampen schweben in der Luft. Sieht doch ziemlich cool aus. Kann man so machen. Und ja, was will man mehr? Ist auch ein ziemlich lustiger Glitch, falls man keinen Platz hat oder sonst was. Falls man Licht braucht, wo es nur geht. Ja, das war's fürs Video und das waren die 5 Glitches, die noch funktionieren. Und ich werde die Tage nochmal gucken, welche noch funktionieren. Und in den nächsten Tagen werde ich natürlich den neuen Glitch mit Dogmeat hochladen. So, ich wünsche euch viel Spaß, Leute. Bis zum nächsten Video, Leute. Haut rein. Ciao.